Ich freue mich auf den Vortrag. Niklas, herzlich willkommen. Guter Ausblick hier oben. Erstmal ganz kurz, mein Name ist Niklas Spielmeier. Ich bin im E-Commerce tätig. Das heißt, eigentlich gehöre ich nicht auf eine Bühne, sondern hinter einen Schreibtisch. Trotzdem habe ich heute mal gedacht, ich erzähle ein bisschen was zu dem Thema. Und auch wenn wahrscheinlich viele hier gar nicht direkt was mit dem E-Commerce zu tun haben, wir sprechen einfach mal über Themen, die eigentlich in fast jeden Bereich mit reingenommen werden können. Aber auch für die Leute, vielleicht einmal kurz Hände hoch, wer von euch ist noch nicht selbstständig oder ist selbstständig, aber lebt da noch nicht zu 100% von? Oder überlegt, sich selbstständig zu machen? Okay, alles klar. Sprechen über die Bereiche und auch so ein bisschen, wie ich angefangen habe. Und ich dachte mir, was ist besser, als mal was mitzubringen, um mal so ein kleines Türchen in die E-Commerce-Welt zu öffnen. Deswegen habe ich hier mein allererstes Produkt, was ich vor etwas mehr als 4 Jahren auf den Markt gebracht habe, tatsächlich jetzt von einer anderen Marke, habe ich mir vor 4 Tagen auf Amazon bestellt. Das ist ein Kaltraucherzeuger. Hätte man mich vor 5 Jahren gefragt, was ist das, dann hätte ich genauso wie ihr jetzt absolut keine Ahnung gehabt. Das ist ein Stück Metall, wo man Holzspäne reintut, das anzünden kann und zu Hause selbst Fleisch und Käse räuchern kann. Fragt mich nicht, wie ich darauf die Idee gekommen bin. Ich habe das an den Markt gebracht und ich bin von null relativ schnell im ersten Monat auf über 11.000 Euro Umsatz gekommen. Das war für mich damals Wahnsinn. Und vor allem war es für mich jetzt auch rückwirkend gesehen etwas paradox, denn die meisten Leute machen sich selbstständig, haben unglaublich komplexe Pläne, Produkte, Visionen etc. Und ich habe ein Stück Metall auf den Markt gebracht. Und da fragt man sich natürlich immer, okay, E-Commerce, was genau steckt dahinter? Weil es doch als Selbstständigkeit meiner Meinung nach völlig anders ist als die meisten anderen Selbstständigkeiten oder auch normalen Berufsfelder. Wir müssen einfach schauen, E-Commerce ist ein neues Geschäft, es ist nicht ein bestehendes Geschäft, was sich nur digitalisiert hat. Das heißt, E-Commerce ist nicht die Digitalisierung des Einzelhandels, sondern es ist ein völlig neues Geschäftsmodell, zumindest größtenteils. Und deswegen, als das Ganze aufgekommen ist, so vor 20 Jahren, als irgendwann jemand in Amerika gesagt hat, Mensch, ich habe eine Garage, kann ich Produkte und Bücher draus versenden, als das sozusagen so langsam diese Idee geblümt ist, dass das doch irgendwie interessant sein könnte. Und niemand hat in dem Bereich eine Ausbildung gehabt, niemand hat in dem Bereich irgendwas gemacht. Und deswegen ist E-Commerce auch als Branche eine der Branchen weltweit, in denen die meisten Menschen sich neu selbstständig machen. Es gibt kaum eine Branche, die annähernd daran kommt. Und deswegen war das Thema auch für mich damals super interessant. Vor allem aber, was E-Commerce unterscheidet von den meisten anderen Businessen, ist, dass im Grunde genommen man sich so ein bisschen in gemachtes Nest setzt. Wer von euch macht Dienstleistungen, also arbeitet wirklich mit dem Kunden zusammen oder, okay, also die meisten. Das Wunderbare beim E-Commerce ist, ihr werdet es sicher alle mal herausgefunden haben, ich bin ja selbst auch in der Branche tätig, wie funktioniert so ein Vertriebsprozess? Wie spricht man mit einem Kunden? Ja, wie überzeugt man den Kunden? Wie macht man all das? Ja, wie erfüllt man dann seine Dienstleistung, wenn jemand gekauft hat? Das ist im E-Commerce, zumindest auf den ersten Blick, viel einfacher, weil der Vertriebsprozess, der steht schon komplett. Ja, besonders für uns als Amazon-Händler ist es im Grunde genommen so, die Kunden, die wollen schon kaufen. Ja? Das heißt, die rennen uns die Tür ein, was Andreas vorhin gesagt hat, einfach zu targetieren. Das ist für uns das aller einfachste, weil die Leute klopfen an die Tür und sagen, ich will kaufen, aber ich muss nicht mal die Tür aufmachen und mit denen sprechen, sondern die legen das einfach in den Warenkorb, bestellen und ich habe davon gar nichts mitbekommen. Und das Allergeilste, was ich mir damals gedacht habe, denn mein Ziel war es, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, vor allem frei zu sein. Und ich glaube, es gibt wenig Businesses, die besser die Möglichkeit wirklich dazu geben, als E-Commerce. Denn das Fulfillment des Produktes, also was bei manchen Leuten die Dienstleistung ist, wenn jemand zum Beispiel eine Website baut, die Website zu bauen, wenn jemand Filme dreht, den Film zu drehen, da zu sein, zu arbeiten, selbst das mache ich nicht selber. Denn im Grunde genommen kaufe ich ja einfach ein fertiges Produkt von einem Hersteller, von einem Lieferanten ein. Natürlich kann es sein, dass man da mal Produktentwicklung etc. reinsteckt, aber dann ist es für mich völlig egal, ob ich 1.000 einkaufe, 5.000 oder 10.000. Das heißt, eine Sache, die man im E-Commerce nie hat, ist ein Engpass im Fulfillment. Und das mit 0 Mitarbeitern. Das ist schon sehr geil. Und natürlich waren das Punkte für mich damals, mich selbstständig zu machen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich selbst
komme aus einer ganz normalen Familie. Ich bin zusammen aufgewachsen mit meiner Mutter, unterer Mittelstand, Kleinstadt. Nie irgendwas mit Selbstständigkeit zu tun gehabt. Oder mit Geld oder Finanzen oder wie man irgendwas macht. Und ich habe mich damals umgeschaut und ich habe überlegt und ich weiß nicht, ich könnte ja gleich mal sagen, ob das bei euch ähnlich war. Was mache ich denn überhaupt? Wer von euch, vielleicht mal als Frage, das, was ihr heute macht, wer von euch wusste schon, als er vielleicht so in der Ausbildung war oder im Studium, wusste schon, dass er genau das machen will und genau darauf Bock hat? Wer von euch wusste das schon? Fast keiner. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Punkt, das war für mich ein riesiges Problem, weil alle Leute haben mir immer erzählt, hey Niklas, du musst was suchen, was dir Spaß macht. Ja? Du musst irgendwas finden, was dir Spaß macht. Und ich habe mir geguckt, okay, was macht mir Spaß? Ich habe damals gerne Fußball gespielt, hat leider nicht geklappt, habe damals den Profivertrag abgelehnt und dachte mir, okay, aber was kann ich machen? Ja? Und ich habe nicht mit E-Commerce gestartet. Ich habe Webseiten gebaut, ich habe Affiliate-Marketing gemacht. Ich war einer von den Leuten, die mal irgendwann online eingegeben haben, wie kann ich online Geld verdienen? Hat das noch jemand hier gemacht, zufällig? Sehr geil. Was kam da so raus? Habt ihr irgendjemand? Okay, sehr schüchtern, ja. Trading, okay, genau, habe ich auch gemacht. Auch ein großes Learning für mich gewesen damals im Umgang mit Geld. Ich habe es geschafft, ich glaube, 18,5 Jahre mit einem Optionsschein innerhalb von nur 30 Sekunden mein Monatsgehalt zu verlieren. Was für mich damals, ich weiß, alle Leute, um Gottes Willen, für mich damals unfassbares Learning, weil ich dachte mir, ey, wenn ich in 30 Sekunden so 2, 4, 2, 5 verlieren kann, dann könnte ich es theoretisch wahrscheinlich sogar auch gewinnen. So. Daraufhin habe ich ein Jahr lang ziemlich viel Geld verloren, aber wir sehen, es hat heute geklappt. Ich bin dran geblieben. So, und auf jeden Fall, was eben bei mir der Weg war, ich bin dann Richtung E-Commerce. Ich habe auch am Anfang überlegt, Shop aufzubauen. Da spreche ich auch gleich nochmal drüber. Und bin dann aber über Amazon gestolpert. So, und das war für mich damals, ja, im Grunde genommen genauso ein Online-Geschäftsmodell wie alle anderen auch. Ich sag mal, die meisten von euch machen Business, was man jetzt nicht 20.000 Mal YouTube-Tutorial, genauso machst du das. Amazon FBA ist definitiv so ein Business. Das hat einen super, hier, was wir vorhin auch gesehen haben, das hat einen Hype. Ja, auch schon seit längerem. Es ist wahrscheinlich schon nach dieser Extrem-Hype-Phase, sondern wir sind schon in diesem, wo wirklich Geld verdient wird. Aber das war für mich trotzdem damals eine Sache, die für mich das erste Mal realistisch schien. Weil ich hatte nichts zu tun mit Selbstständigkeit. Ich habe nicht gecheckt, wie Leute Geld verdienen. Oder dass es überhaupt Leute gibt, die wirklich viel Geld verdienen. Ich habe nach der Schule, nach dem Abiball, zwei Tage später, hat meine Mama gesagt, Junge, so und so viel Miete. Ja, da, scheiße. So, dann bin ich hingegangen, habe mir einen Job gesucht, habe bei der Post gearbeitet, morgens Pakete verschickt. Da war mein erster Kontaktpunkt zum E-Commerce. Das zweite, was ich gemacht habe, war parallel, ich habe bei McDonald's nachts die Küche sauber gemacht. Unglaublich geiler Job. Und da habe ich damals das erste Mal Leute getroffen, die sich selbstständig machen wollten. Nämlich mein Zuarbeiter, den Namen habe ich vergessen. War Südamerikaner, sprach auch wenig Deutsch, aber der war total motiviert. Wir haben nachts die Küche geschrubbt bis zum geht nicht mehr. Wir waren beide, no joke, wir waren auf 100%. Und der wollte mal sein eigenes Amazon-Franchise auf, also sozusagen so einen eigenen Store aufmachen. Deswegen hat er total Bock gehabt. Und ich habe damals was gelernt bei McDonald's. Das ist unglaublich. Kein Unternehmen, was ich je danach kennengelernt habe, arbeitet effizienter und geiler als McDonald's. Ihr müsst mal, wenn ihr Geschäftsführer seid, eigentlich irgendwie mal so einen Probearbeitstag machen. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso danach, die meisten Leute werden dann wieder rausgeschmissen, denkt man nicht, aber ist so, um mal zu sehen, wie man ja, Prozesse in Verbindung mit Mitarbeitern unglaublich effizient umsetzt. Also jeder gibt da 120%. Bei 10, ich habe damals 8,50 bekommen, mit Nachtaufschlag glaube ich 9,20 €. Netto wahrscheinlich irgendwas mit 5 €. Jeder gibt da Vollgas. Und warum ist das so? Weil es da feste Prozesse gab. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Jeder weiß ganz genau, wann er was machen muss. Und es gibt sofort sozusagen keine Bestrafung, aber es gibt sofort eine Meldung, wenn etwas nicht in Time funktioniert. So, mein nächster Arbeitgeber war dann Daimler. Das war dann ein bisschen besser, habe ich in der Produktion gearbeitet. Wir haben schon vorhin gescherzt, eine Halle neben Christelius, den der ein oder andere vielleicht auch kennt. Der hatte nicht ganz so einen schönen Job wie ich dort, aber wir haben sozusagen beide das gemacht. Auch da wieder ein Unternehmen, Mercedes, unfassbar geiles Unternehmen. Auch da, ich war am Band, die meisten Leute, oh, Bandarbeiter, voll scheiße. Für mich war das geil, ich habe es voll geliebt. Wahrscheinlich
weil ich da nur ein knappes Jahr war. Danach wäre es mir wahrscheinlich irgendwann auf den Sack gegangen. Aber das Coole daran war, auch da habe ich wieder gesehen, hey, die machen was, die machen immer genau das Gleiche. 20.000 Einzelteile, die irgendwie zusammengesetzt werden und am Ende des Tages kommt immer das gleiche Produkt raus. Immer. Es funktioniert, es läuft. Es ist nicht so, dass man sich da am Anfang Gedanken macht, funktioniert das? Und das war eine Sache, die mich fasziniert hat, wie ein Unternehmen funktioniert. Und als ich dann damals im E-Commerce angefangen hatte, vorher Selbstständigkeiten, die nicht geklappt haben, hatte ich auch da noch nicht wirklich Ahnung. Und ich habe dieses erste Produkt hier, diesen Kalterauerzeuger, übrigens, wenn jemand daran Interesse hat, zu Hause Fleisch und Fisch selber zu räuchern, meldet euch gerne, ein Exemplar habe ich hier. Das war damals noch überhaupt nichts Strategisches. Heute würde das nicht mal funktionieren. Ja. Das war überhaupt nichts Strategisches. Ich habe das erste Produkt auf den Markt gebracht, ich habe weitere Produkte auf den Markt gebracht und vielleicht war das bei euch auch so in der Selbstständigkeit, vielleicht kennst du der eine oder andere. Am Anfang funktioniert es vielleicht einfach, weil man will, weil man umsetzt, weil man was tut und man hat die ersten Ergebnisse. Und dann unterscheidet sich Erfolg und Misserfolg von den Leuten, die wirklich erkennen können, was funktioniert, davon mehr zu machen, was nicht funktioniert, davon weniger zu machen. Und ich will das jetzt nicht behaupten, aber ich glaube zumindest einer der ersten gewesen zu sein im E-Commerce, weil wie gesagt, die meisten Leute sind dort neu in der Selbstständigkeit. Ja, also die wenigsten Leute sind 40 Jahre Unternehmer, sind dann mit 70 Jahren mit ihrem Bestandsunternehmen in den E-Commerce gegangen und haben Private Label Produkte verkauft. Das ist relativ selten. Das heißt, die Leute haben nicht viel Ahnung von Unternehmertum und ich glaube, ich war einer der Ersten, der Prozesse in den E-Commerce reingebracht hat. Das heißt, der gesagt hat, hey, pass auf, ich will nicht irgendwelche Produkte verkaufen und ich will irgendwie Marketing machen, sondern es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren einfach konsistent und die will ich immer wieder machen. Übrigens ein gutes Beispiel, dass kein Mensch wirklich weiß, was E-Commerce ist, beziehungsweise auch, dass fast alle Leute da drin neu sind. Wir haben letztes Jahr etwas mehr als 6 Millionen Jahresumsatz gemacht und meine Oma ruft immer noch regelmäßig an und sagt, Junge, wie ist das? Wie lange machst du das noch mit der Selbstständigkeit? Ja. Wann machst du was Vernünftiges? Kauft das denn überhaupt noch jemand im Internet? Ja. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Nee, aber das war für mich der Anfang und ich war damals dann an dem Punkt und wenn man jetzt an E-Commerce erstmal denkt, denken die meisten Leute, okay, da gibt es Online-Shops. So, das war auch das Erste, woran ich gedacht habe. Ja, wenn man das im Internet schaut, dann sieht man viel. Es gibt ganz viele Sachen hier im E-Commerce, Dropshipping, ich kann T-Shirts bedrucken, ich kann Bücher schreiben, was weiß ich nicht, alles Mögliche. Und die meisten Leute schauen aber erstmal in Richtung eigener Shop. Und ich habe damals ein Video gesehen und da ging es um Amazon. Und dann habe ich für mich realisiert, ey, hier passiert gerade was Witziges, weil ich sage das auch gerne und öfter, alle wollen ihren eigenen Online-Shop aufbauen, kaufen aber selbst bei Amazon ein. Meine Frage an euch, jetzt im Verhältnis. Ich würde sagen, wir sind hier ein sehr kaufkräftiges Publikum. Wenn ihr jetzt mal nachdenkt und wir schließen jetzt mal große Brands-Shops aus, wie Apple.com oder Zalando oder in die Richtung. Wer von euch kauft hauptsächlich auf Amazon ein, wenn er online bestellt? Genau. Und damals dachte ich mir, Wahnsinn, ey, das ist krass, alle wollen ihren eigenen Online-Shop aufbauen, aber irgendwie, ich kaufe selbst fast nie auf so einem kleinen Online-Shop, sondern ich gehe eigentlich immer sofort auf Amazon, meistens nicht mal auf Google, sondern sofort auf Amazon. Und dann dachte ich mir, Wahnsinn, man kann auf dieser Plattform verkaufen. Und das Beste ist, Amazon nimmt mir noch dieses ganze Fulfillment. Ich brauche kein Lager, ich muss keine Mitarbeiter einstellen, das machen die alles für mich. Ich muss mich um keinen Bezahlungsdienstleister kümmern. Und, weil ich da damals schlechte Erfahrungen vorher mitgemacht hatte, zugegeben, ich hatte auch keine Ahnung davon, ich muss keine Facebook-Ads schalten. Gott sei Dank. Zumindest am Anfang nicht. Ja. Und dann bin ich hingegangen und habe überlegt, okay, Amazon ist natürlich eine Sache, macht man sich in gewisser Art und Weise von abhängig, aber jetzt mal eine interessante Information, selbst wenn ihr nicht auf Amazon tätig seid, ganz egal, was man macht digital, ich würde davon ausgehen, dass Amazon im Online-Space, egal was ihr fast macht, relevant für fast jeden werden wird. Weil Amazon in einer Art und Weise expandiert, das bekommt man von hinten immer noch ein bisschen mehr mit als von vorne, das ist unglaublich. Ich sage zum Beispiel, es gibt neben Amazon keine wirklich große Plattform. Jeder ist eigentlich auf Amazon. Selbst meine Oma ist mittlerweile auf Amazon. Kauft zwar nicht so viel ein, aber selbst meine Oma ist auf Amazon. Wir haben, glaube ich, in Deutschland 24, 25 Millionen Prime-Mitgliedschaften.
Leute, die direkten Zugang zu Prime haben, sind damit über 50 Millionen, weil viele Leute sich das teilen. Das ist zum Beispiel mehr Mitglieder als die katholische Kirche oder die evangelische Kirche oder alle Vereine in Deutschland zusammen. Das heißt, Prime-Mitgliedschaft ist irgendwie so das Ding geworden. Das ist schon interessant, was für eine Macht da aufgebaut wurde. Und was ich mir dann gedacht habe, und das ist eine interessante Sache, vor allem für die Leute, die sich selbstständig machen wollen, und das kann man, glaube ich, in viele Bereiche übertragen, dass Plattformen unglaublich effizient funktionieren im Internet. Plattformen setzen sich in den meisten Bereichen durch. Und es gibt viele Leute, die sagen, es wird langfristig weniger Plattformen geben, aber wenn wir Social Media mal anschauen, dann ist es klar, dass es unglaublich wichtig ist, dass man nicht nur irgendwo sein eigenes Haus baut, sondern irgendwo Zugang zu diesen Millionen von Menschen hat. Egal, ob das auf Facebook ist, ob das auf Amazon ist oder wo das auch immer ist. Weil wenn ich Influencer bin zum Beispiel und ich will, dass viele Menschen mich sehen, dann baue ich nicht meine eigene Seite auf und hoffe, dass Leute das suchen. Ja, genauso ist das auch als Online-Händler. Ich verstehe nicht, wie man am Anfang sagen kann, ich baue einen Shop auf. Das hat für mich dann keinen Sinn gemacht, deswegen bin ich dann mit Amazon gestartet. Und ich glaube, dass eine Sache dabei, ich weiß nicht, wer hat schon mal jemand von FBA, wer von euch hat überhaupt schon mal von FBA gehört? So, relativ viele Leute wahrscheinlich. Und ich sag mal so, das Standard, was man denkt, okay, das sind irgendwelche Leute, die gehen auf Alibaba, die kaufen dann ein Produkt ein für 5 Euro, dann gehen die weiter und gehen auf Amazon, verkaufen das für 40 weiter. Wer denkt, dass das so ungefähr ist? Ah, okay, vielleicht haben sich ein paar schon öfter meine Videos angeguckt, das ist sehr gut. Im Grunde genommen ist das, was wir machen, kein Handel mehr, kein klassischer Handel oder irgendein super langweiliges Business, sondern wir bauen Marken auf. Also wir kaufen nicht Produkte ein, die jeder einkauft, sondern wir bauen eigene Produkte, eigene Marken auf mit Herstellern. Das gibt uns die Möglichkeit, in einem riesigen Meer, wir sehen das, Private Label nennt sich das Ganze, Private Label ist einer der erfolgreichsten Dinge überhaupt. Wir sehen das zum Beispiel in jedem Supermarkt, mittlerweile auch teilweise in Elektronikfachmärkten. Es gibt immer öfter kleinere Brands neben diesen Riesenbrands und vor allem Amazon hat es halt geschafft, sozusagen als Marktplatz zu etablieren, dass Leute dem Marktplatz so viel Vertrauen schenken, dass sie Produkte kaufen von, in Anführungsstrichen, No-Names, dafür aber Markenpreise bezahlen. Sehen wir ganz oft bei Kunden von uns teilweise, die zum Beispiel ähnliche Marken, also ähnlich wie große Markenpreise abverlangen und die teilweise auf Amazon, dem größten Vertriebskanal online, outperformen. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Und das sind Leute wie ich, gut, ich stehe jetzt hier oben, aber wenn man mal 4 Jahre zurückspult, dann sitze ich bei mir in meinem Zimmer in einer Studenten-WG, hinter mir mein Bett, das habe ich nicht mal bei Ikea geholt, sondern habe ich aus umgedrehten Bierkisten zusammengestellt. Das sind diese Leute. Ja, so fangen die Leute an. Ich habe zum Beispiel meinen bester Freund, schöne Grüße an Niklas Gruno, macht Amazon und Shops. Der läuft normal den ganzen Tag im T-Shirt rum, kurze Hose, der sieht aus, als würde er studieren, macht am Tag 1, 2, 300.000 Umsatz. Und das ist das, was ich wollte, deswegen habe ich mich in die Richtung E-Commerce bewegt. Und jetzt vielleicht nochmal, wie wird man erfolgreich im E-Commerce? Was braucht man heutzutage, wenn man anfangen will, wenn man sich selbstständig machen will, aber auch für die Leute, die aktiv in diesem Bereich drin sind? Und die Antwort ist da relativ einfach. Man muss etwas tun, was es nicht schon 100, 200 Mal gibt, vor allem auf Amazon. Das heißt, im Grunde genommen ist es genauso wie in jedem anderen Business auch, wenn du jetzt in McDonald's neben den McDonald's sitzt, dann wird das schwierig für die beiden langfristig richtig gut zu laufen. Da wird auf jeden Fall einer von beiden Umsatzeinbrüche verbuchen. 100%. Das heißt, wir müssen was Neues machen. Deswegen ist dieses auf Alibaba einkaufen und hier in Deutschland verkaufen auch nicht wirklich sinnvoll. Sondern was wir machen müssen, wir müssen neue Wege gehen. Und das ist der Punkt, wo meiner Meinung nach E-Commerce zu einem unglaublich interessanten Geschäftsmodell wird für unglaublich viele Bereiche. Denn es ist mittlerweile so, dass es nicht mehr nur dieses klassische Data-Driven ist. Das war am Anfang beim E-Commerce eigentlich, es ging nur um Zahlen und Daten. Wenn man die gecheckt hat, dann konnte man erfolgreich werden. Das ist meiner Meinung nach heute auch immer noch so. Aber es geht auch immer mehr darum, was baut man um seine Produkte herum auf? Wir haben Leute zum Beispiel, die bauen um ihre Marken YouTube-Channels auf. Die stehen hinter ihrem Produkt. Das ist der erste große Punkt, den man im E-Commerce verstehen muss. Die meisten E-Commerce-Händler heutzutage, und das ist ein sehr großer Markt, ein sehr, 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 sehr großer Markt, stehen weder hinter ihrem Produkt noch kennen sie ihr Produkt, genauso wie ich damals diesen Kaltraucherzeuger.
den ich nur einmal aus Testzwecken benutzt habe, stehen nicht dahinter, verkörpern das nicht und können dementsprechend auch kein richtig geiles Marketing machen. Also wir sehen zum Beispiel, was wir an Marketing als Dienstleister, ja, bei uns im Coaching-Bereich, wir drehen Werbekampagnen, wir drehen Filme, wir veranstalten Events. All diese Punkte übertragen sich auch Step-by-Step mehr in der digitalen Welt vor allem, aber übertragen sich auch immer mehr ins E-Commerce. Deswegen zum Beispiel sind Influencer so unglaublich oder haben so unglaublich viel Potenzial. Denn Reichweite, sieht man jetzt ja gerade, das ist ja irgendwie jeder zweite Deutschrapper bringt gerade einen Eistee auf den Markt und wird Multimillionär damit. Weil die Reichweite haben. Ja? Oder baut irgendwie einen Online-Beauty-Shop auf. Um diese Reichweite zu bekommen. Das heißt, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass E-Commerce nur was ist für Leute, die hinterm Schreibtisch sitzen, Datenanalysen machen und im Grunde genommen nur hinterm Schreibtisch kleben, sondern immer mehr auch breit für im Grunde genommen alle Menschen möglich. Das heißt, selbst wenn man sagt, hey, pass auf, ich bin, so wie ich zum Beispiel, super extrovertierter Typ, ich hab Bock auf Produkte, zum Beispiel, wir verkaufen zum Beispiel Fahrradtaschen, ich weiß nicht genau, wir machen mit Fahrradtaschen, irgendwelchen Plastiktaschen im Monat 60.000, 70.000 Euro Umsatz. Ich muss da im Grunde genommen nie wirklich was mehr für tun. Das läuft einfach auf Amazon, 1.000, 2.000 Bewertungen. Aber das Ding ist, der Unterschied zwischen uns und den anderen, ich feiere das. Ich fahre gern, tatsächlich muss ich zugeben, ich fahre weniger Fahrrad. Ich bin früher in Oldenburg aufgewachsen im Norden, da bin ich jeden Tag unterwegs gewesen, aber ich stehe hinter dem Produkt, ich finde das geil. Deswegen können wir das verkörpern. Deswegen haben wir Kooperationen zum Beispiel mit Leuten, die was im Bereich Fahrrad, zum Beispiel Fahrradmagazin etc. Also das Gleiche, was wir zum Beispiel als Dienstleister machen, uns in Presseartikeln zu platzieren, machen wir im E-Commerce auch. Und die große Chance besteht darin, dass das eben fast niemand bisher aber tut. Und deswegen ist meiner Meinung nach Amazon als Verkaufs- und Vertriebskanal mit einer der interessantesten, der früher oder später auch immer mehr in den Dienstleistungsbereich eindringen wird. Hundertprozentig. Das ist jetzt natürlich unglaublich weit weg, ja, weil wie soll ich ein hochpreisiges Dienstleistungsprodukt zum Beispiel über Amazon verkaufen? Das wird garantiert kommen. Amazon zum Beispiel im Onlinehandel, nur mal ein witziges Beispiel zu bringen, startet gerade ihren eigenen, um mal zu zeigen, wie schnell das gehen kann, startet gerade ihren eigenen Versand Global Shipping Service. Das heißt, in Zukunft sehen wir am Hafen ganz viele Amazon-Container und bietet Preise ungefähr 40-50% unter allem anderen an. Das heißt, die werden in einem Jahr womöglich die meisten Container über die Welt transportieren. Unternehmen, die dafür 100, 200 Jahre gebraucht haben, werden weniger machen als die. Amazon wächst einfach extrem schnell. Zum Beispiel 2021, letztes Jahr, hat Amazon mehr Pakete ausgeliefert als FedEx und ist damit weltweit der größte Auslieferer von Paketen. Ja. Wenn die heute oder morgen sagen, hey, das ist ein interessanter Bereich für uns, dann kann man damit rechnen, dass sie in ein bis anderthalb Jahren in dem Bereich komplett dominieren. Weil Amazon hat was geschaffen, auch noch einen riesengroßen Vorteil vor Unternehmen wie Facebook oder wie Google. Amazon hat sich in allen Bereichen ausgebreitet und ist eines der wenigen großen Tech-Unternehmen, die auch infrastrukturell unglaublich viel leisten können. Ich glaube zum Beispiel, dass Amazon an sich nicht nur wachsen wird, weil der E-Commerce unglaublich stark wächst. Wir sehen zum Beispiel, Amazon gibt uns Daten darüber. Wir sehen zum Beispiel bei den meisten Produkten Jahr zu Jahr 40-50% Anstieg im Suchvolumen. Jetzt von 2021 Corona-Jahr auf 2022, jetzt in den ersten Monaten verglichen mit letztem Jahr. Nochmal 40-50% bei den meisten Produkten. Das ist total unglaublich, aber auch in diesem allgemein wachsenden Markt wird Amazon mehr Marktanteile holen, weil die sich in immer mehr Richtungen ausbreiten. Zum Beispiel, man kann mittlerweile auf Amazon seinen eigenen Shop bauen. Amazon öffnet sich gerade für externen Traffic, das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass Facebook-Ads nochmal viel teurer werden, weil Facebook gerade ein Tracking dafür baut. Und kurz mal, um das in ein Größenverhältnis zu bringen, Amazon hat 56-57% Marktanteil am gesamten E-Commerce. Haben wir ja gerade gesehen, wir sind größtenteils alle Kunde hier. Und 62% davon sind Dritthändler. Also sind sozusagen FBA-Händler wie ich, jetzt nicht Amazon selbst. Das bedeutet insgesamt fast ein Drittel des gesamten Online-Handels läuft über Amazon Dritthändler. Wenn die jetzt anfangen, das sind 10, 15, 20 Milliarden ungefähr Umsatz wahrscheinlich, wenn die jetzt anfangen, auch extern was zu machen, dann werden das viele Leute merken.
Das heißt, deswegen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, sich auch mit Amazon mal zu beschäftigen, auch wenn es erstmal für viele weit weg steht. Für mich war es die Möglichkeit, von null zu starten, ohne Vorerfahrung in dem Bereich und mich selbstständig zu machen. Aber auch aus anderen Bereichen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, mal einen Blick darauf zu werfen, auch was Tracking-technische Sachen angeht. Wenn wir zum Beispiel Google und Facebook immer mehr Datenrestriktionen sammeln und es immer schwieriger wird, zum Beispiel Werbung zu schalten, den Kunden direkt zu targetieren, ist es zum Beispiel bei Amazon so. Hat jemand von euch schon mal gehört, dass Amazon ein Problem hat mit Daten oder zu viele Daten sammelt oder sonst irgendwas? Niemand, ne? Durch AWS wird Amazon höchstwahrscheinlich, deswegen habe ich so großen Respekt vor dem Unternehmen, weil das anscheinend nicht mehr so publik wird, mehr Daten sammeln als Unternehmen wie Google oder Facebook, weil alle Sachen darüber gehen. Jeder zum Beispiel von euch, zum Beispiel wer HubSpot benutzt, das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das weiß ich jetzt nicht, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Amazon Software basieren. Ja, wer Netflix zum Beispiel benutzt, Netflix basiert auf Amazon. Die gesamte Serverleistung, all das basiert auf Amazon. Das heißt, wenn die morgen sagen, Konkurrenz haben wir keinen Bock mehr drauf, dann müssen die erstmal 3 Jahre anfangen zu gucken, wie man Server zusammenschraubt. Und deswegen an der Stelle einfach so für diejenigen, die jetzt kein Interesse haben, im E-Commerce was zu machen, schaut euch trotzdem mal Amazon an, das ist verdammt interessant. Es kann auch Funktionen langfristig geben, je nachdem, in welchem Bereich ihr seid, über die anderen Services, die Amazon anbietet, die für euch interessant sein können. Für die Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ist es eine unglaubliche Chance, wenn man das richtig angeht, weil man eben, so wie ich, von zu Hause aus, neben seinem Hauptberuf, was Eigenes aufbauen kann. Ja. Und das in diesem laufenden Markt, in dem wir uns befinden, eine Chance hat, mit den Großen zu konkurrieren. Und das gibt es in den meisten Märkten nicht mehr. Denn diese Digitalisierung schreitet immer mehr voran. Und natürlich, es gibt immer Leute, die werden es schaffen, sich neu selbstständig zu machen. Aber irgendwann gibt es so viele Leute, die so groß sind, dass es kaum einen Weg gibt, an denen vorbeizukommen. Und bei Amazon hat man als Verkäufer die Möglichkeit, von Anfang an ein Logistiknetzwerk zum Beispiel zu nutzen, das besser ist als das des größten Einzelhändlers oder größten Einzelhändler, Aldi, Lidl etc. Aus seinem Zimmer heraus. Und das ist meiner Meinung nach ein unglaublich interessanter Punkt, wenn man sich im Bereich Amazon selbstständig machen möchte oder allgemein im Bereich E-Commerce. Es wird unglaublich viele Leute auch in den nächsten Jahren geben, die das Ganze tun. Wenn jemand von euch Interesse haben sollte, können wir auch gerne drüber sprechen. Quatsch mich einfach an oder allgemein Fragen hat zu diesem Bereich, zu diesem Thema. Und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall allen einen richtig geilen Abend. Lasst uns netzwerken und haut rein.